Supernatural Staffel 11 Episode 10 mit Season Premiere und das ist ein krasser, geiler Einstieg gewesen, definitiv. Die 11. Staffel hat es in meinen Augen megamäßig in sich. Ich bin wieder richtig im Supernatural-Fieber, wie ich es schon länger nicht mehr war. Ehrlich gesagt, die letzte Staffel, vielleicht auch die vorletzte, ich weiß gar nicht mehr, was in der vorletzten war, die waren nicht so, ich weiß nicht, da waren zu viel Filler-Folgen drumherum, in meinen Augen so insgesamt, wenn ich jetzt jedenfalls zurückdenke. Zu langsam die Geschichte erzählt worden, allein in der letzten Staffel eben, seit Dean ein Dämon gewesen ist, gleich am Anfang. Das wurde zu wenig vorangetrieben, zu wenig der Fokus darauf gelegt und diese Staffel hat es einfach in sich. Bisher 9 Episoden durch gewesen, die waren echt toll, super spannend, einfach die Möglichkeit, die hinter dieser Idee, dieser Story halt stecken, mit der Finsternis, mit der Darkness, das ist unheimlich gut gemacht bisher und jetzt der Einstieg in die zweite Hälfte dieser Season. Wirklich gut gemacht, einfach schon so, dass jetzt Lucifer wieder ein Teil des Programms ist, dass er das schon angedeutet wurde und dieser Twist einfach, ich bin nicht aufgekommen, dass die Visionen, die Sam bekommen hat, wirklich hätten vom Teufel sein können. Das kam mir nicht in den Kram, also nicht in den Gedanken. Und jetzt, wo es dann doch raus war, alles klar, er ist dafür verantwortlich, er hat Sam zu sich gelockt und dieses ganze Pairing einfach schon geil. Und Ende vom Lied, jetzt nach dieser Episode, also Spoilerwarnung nochmal an jeden, der die Folge noch nicht gesehen hat, weil jetzt knallhart, ich hoffe, ihr ärgert euch nicht schon über den Titel, den ich mir jetzt schon überlegt habe. Und zwar, Cassifer? Also, die Leute stehen ja echt auf die verrücktesten Pairings, dass irgendwie eben Sam und Dean, weiß Gott, was in den Fans abgeht, ja, aber Leute, wer kam denn auf die Idee, Lucifer und Cass zusammenzuschmeißen? Wessen mega brillant, geil, krasse Idee war das. Ich finde die diese 2 Minuten Darstellung, die wir dieses Charakters hatten, so geil. Einfach diese Gesichtsausdrücke, die er gezogen hat. Ein Misha Collins, der wirklich Mark Pellegrino im Prinzip nachmacht. Ja, also wirklich dessen Lucifer-Rolle übernimmt und es sieht so cool aus. Mich hat es jetzt schon überzeugt. Ich freue mich jetzt nur noch auf den Rest der Staffel. Supernatural wird jetzt immer mehr entgegengefiebert. Obwohl ich mich natürlich nach wie vor frage, die ganzen Argumente, die die beiden, also Sam und Lucifer, sich gegeneinander aufgeführt haben, beide haben sie irgendwo recht. Natürlich, ja, war cool, mal von der Serie so gesehen zu bekommen, dass Sam jetzt hier total das Weichei geworden ist, total nachgelassen hat, einfach eben nicht mehr bereit ist, wirklich alles zu tun, weil ihm sein Bruder eben doch wichtiger ist. Und irgendwie ist immer wieder eins von beidem steht hier offen und es ist schwer zu entscheiden natürlich zwischen den beiden, aber beide sind sie eben nicht mehr gewillt, sich gegenseitig zu opfern, sondern sie müssen sich immer zurückholen und dabei immer die Risiken wieder mitbringen. Klar, sonst würde für uns die Serie nicht weitergehen, das ist irgendwo wichtig und es bleibt dadurch immer noch spannend. Aber hätten sie es damals getan, zum Beispiel die Tore zur Hölle zu schließen, dann, ich glaube, so ziemlich alle Themen wären gegessen. Diese eine Frau aus der Unterwelt, die man kaum töten konnte, wo das die nur mit dem Mark of Cain und dem First Blade geschafft hat, die hat es ja auch in sich gehabt, aber die wäre auch nicht in den Welten hin und her gekommen, wenn das Gate of Hell schon geschlossen wäre. Also, ich weiß nicht, warum man da so groß zögert. Also klar, die Serie wäre damit so gut wie am Ende gewesen. Aber dadurch hat Lucifer recht, das wollte ich mal betonen. Und er ist wirklich weich geworden im Verhältnis. Der Einzige, den ich finde, der noch verweichlichter geworden ist im Laufe der letzten 1-2 Staffeln, der einfach nur noch in Mitleidenschaft gezogen wurde, das war Castiel, der einfach nur, ich weiß nicht, der wurde wirklich nur noch fertig gemacht. Also hat er noch irgendwas positiv, großartig beigetragen? Klar, bestimmt hier und da, mein Gott, also bitte macht mich jetzt nicht fertig, deswegen, weil ich das so sage, aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Andauernd kriegt er was ab und steht schlecht da. Die eigentliche Frage für mich ist jetzt an dieser Stelle, wird das wirklich so sein, wie Sam jetzt gesagt hat? Wird Lucifer eventuell wirklich schaffen, sie zu besiegen und was dann? Ja, doch die Apokalypse? Oder, und jetzt möchte ich kurz nochmal erwähnen, diese Referenz, der Gag, den Lucifer da gemacht hat, wo er dann meinte, naja, wenn er sie erstmal besiegt hat, geschnappt hat, wie auch immer, dann zieht er nach L.A. und wird Verbrechen lösen. Das ist, für die, die es noch nicht wissen, es gibt irgendwie gerade in der Mache, ist eine neue Serie, die nennt sich Lucifer, wo der Teufel in Person wirklich in L.A. halt auftaucht und Verbrechen löst. Also, das ist schon, ich freue mich auf diese Serie, das wird cool. Und hier gibt es halt so einen kleinen Gag darüber, jetzt schon, und das ja, hat mir jetzt sehr gut gefallen, dass der Teufel selbst da diesen Spaß sich daraus macht. Und wo ich schon mal gerade über die Witze rede, ich meine, am coolsten war für mich, glaube ich, neben diesem Gag, waren die Anrufe von Dean im Auto, als er erst Sam angerufen hat und danach Crowley. Wobei Sam, er selber plötzlich ans Telefon gegangen ist und sagt, ja, Sam is waxing, like everywhere. Also, allein schon diese Frechheit. Und gleich darauf, thank you for calling Crowley, King of Hell. For Demon Packs, press 1.
Und dann, ja, und wer die rothaarige Hure Rowena gesehen hat, drückt bitte die 2. Also, ich fand das einfach cool. Deswegen, ich glaube wirklich, das ist so einer der Hauptgründe, dass Supernatural diesen Spaß, diesen Witz nicht verliert. Dafür liebe ich diese Serie. Alles in allem, ansonsten war nicht so viel passiert. Die Episode ging für mich wahnsinnig schnell vorbei. Es waren wie immer die üblichen 40 Minuten, aber ich weiß nicht, die Zeit ist so verflogen. Es ist nicht so extrem viel passiert. Wir hatten halt, wie gesagt, auf der einen Seite eben die nette Unterhaltung zwischen Sam und Lucifer. Auf der anderen Seite Dean, der die meiste Zeit unterwegs war. Und was natürlich auch ganz toll war, Rowena, die erstmal hier, ne, zum Sklaven gemacht wurde. Nicht, dass ich jetzt dafür bin, alle Frauen zu versklaven, sondern im Allgemeinen nur diese eine spezielle. Sie ist so eine Witch-Bitch in meinen Augen. Als Charakter, so dementsprechend, wie sie gestaltet wurde, mochte ich sie nicht. Die schauspielerische Leistung dahinter von Ruth Cornell, wahnsinnig gut. Hat mir sehr gut gefallen, wie sie diesen Charakter auch rübergebracht hat. Dass ich den Charakter nicht leiden kann, spricht für ihre schauspielerische Leistung. Dementsprechend muss man natürlich sagen, es ist jetzt sehr, sehr bedauerlich, sie verloren zu haben. Dass Lucifer ihr so kaltblütig das Genick bricht, ich habe damit nicht gerechnet. Und ehrlich gesagt denke ich auch, das ist ein wahnsinniger Verlust. Auch wenn er selber, also Lucifer selber davon überzeugt ist, jetzt in Zukunft, sage ich mal, also die Darkness, sprich Mera, besiegen zu können, aufhalten zu können. Wie auch immer er sich das vorstellt, weil Sams Argumente waren ja nicht ohne. Die drei Erzengel fehlen und Gott ist auch nicht da. Sprich, was hat er vor? Und jetzt frage ich mich natürlich jetzt, wo sie tot ist, was ist mit dem Book of the Damned? Das Ding hat ja eine unheimliche Power, eine unheimliche Macht und, weiß nicht, hat bestimmt noch so ein paar Geheimnisse parat gehabt. Die Frage ist, findet Lucifer das und wird das brauchen? Oder ist es jetzt völlig unnötig und der ganze Ärger in der letzten Staffel ist jetzt deswegen voll umsonst? Es ärgert mich einfach, dass es vorbei ist und vor allem macht es den Tod von Charlie irgendwie so bedeutungslos. Ich meine, sie war so ein richtiger Fancharakter und auch von Rowena weiß ich genau, sie war sehr, sehr beliebt bei den Fans. Und dass hier generell ein weiblicher Charakter nach dem anderen einfach so erstmal abgecancelt wird und auf die eine oder andere brutale Art völlig grundlos schnell mal sterben musste. Wobei Charlie natürlich eben noch eine Mission hatte, wenn Rowena, das hat jetzt gar keinen Grund irgendwie gehabt. Außer halt selbstsüchtig für Lucifer, man versteht schon, aber ich meine, so sehr, wie sie ihn angebetet hat, hätte man sich auch vorstellen können, ey, hätte er es richtig ausgespielt, dann hätte er noch eine starke Verbündete an seiner Seite gehabt, auch wenn er natürlich von sich aus bestimmt sagt, brauche ich nicht. Und die ganz große Frage ist jetzt natürlich die Sorge um die Zukunft. Auch Crowley ist ein unheimlich beliebter Charakter und dem droht er jetzt wohl die nächstgrößte Gefahr. Ich frage mich, warum Lucifer überhaupt noch gesagt hat, hey, let's chat, weil ihm sind alle Wesen auf der Erde irgendwie zuwider. Er selber ist ein Engel, er sieht sich als ein Engel und dementsprechend ist alles andere für ihn unwürdig. Was will er noch mit denen? Ich meine, er hat die ultimative Power, davon gehe ich einfach aus. Wozu braucht er die und so weiter? Und eine weitere Frage, die ich mir immer noch stellen werde jetzt in Zukunft, das kommt halt darauf an, wann sie aufgelöst wird, und zwar, wie lange werden Sam und Dean brauchen, bis sie merken, dass Cass nicht mehr Cass ist, sondern eben Lucifer. Ich meine, das Ganze war jetzt schon sehr aufgesetzt eben da direkt vor Crowley, aber ich denke, er wird sich auch nochmal irgendwie zusammenreißen können, weil Cass war jetzt nicht so der großartig emotional und sich da so ein bisschen so, ne, weiß nicht, wie unter Botox zu verstellen, dürfte einem Lucifer gar nicht mal so schwer fallen und dementsprechend wird auch das jetzt sich bestimmt, hoffe ich jedenfalls, mal so 2-3 Episoden langziehen, bis sie dann irgendwann irgendwie den Braten riechen. Und da bin ich jetzt sehr gespannt drauf. Vor allem heißt es für mich mehr Misha Collins natürlich in der Serie, weil auch wenn er jetzt schon mit irgendwie für die Fans zumindest zum Hauptcast gehört, hat er in meinen Augen immer noch nicht so wahnsinnig viel zu tun gehabt. Also meistens ist er da, spricht kurz mit denen und dann wird er wieder ausgeblendet und dann ist er auch nicht in jeder Episode dabei. Durch dieses Verhältnis jetzt mit Lucifer zusammen, denke ich, dass es mehr Auftritte geben wird. Und meine Frage an euch nochmal da draußen, denkt ihr, wir bekommen Castiel zurück? Weil das ist generell für mich so diese Situation, die ich nicht ganz 100% verstehe. Im Himmel brauchen die Engel keinen menschlichen Körper, so wie ich es verstanden habe. Wir brauchen sie nur auf der Erde. Natürlich behalten sie diesen Körper irgendwie gleich, den nehmen sie gefühlt mit nach oben und nach unten, weil wir sie ja oben auch irgendwie wahrnehmen müssen, wir als Zuschauer. Aber meine Frage ist jetzt, nachdem er diesen Körper halt quasi abgegeben hat, lebt er als reine Form seine Gnade irgendwie im Himmel weiter? Oder ist er dadurch jetzt komplett gestorben? Was sind da eure Gedanken und Theorien? Ich persönlich hoffe ja, dass wir ihn irgendwie wiederbekommen, dass wir Lucifer nochmal loswerden können, weil auch wenn es ein sehr, sehr interessanter und angenehmer Charakter irgendwie ist von seiner Darstellung her, die ganze Zeit jetzt komplett auf Castiel verzichten möchte ich ehrlich gesagt nicht. Wie sind eure Gedanken dazu? Ich fand es auf jeden Fall einen super geilen Einstieg in die zweite Hälfte. Ich denke, es habe ich jetzt oft genug gesagt. Von daher schreibt mir eure Kommentare. Ich freue mich darauf. Und ansonsten abonnieren nicht vergessen, folgt mir auf Twitter. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis dann.